Albert Schweitzer, 1875 bis 1965. Ein schwülheißer Tag, wie fast immer im Jahr 1913 in Lambarene im zentralafrikanischen Regenwald. Seit Stunden arbeitet ein weißer Arzt unermüdlich in seinem Behandlungszimmer. Über 7000 Menschen hat er in den ersten 9 Monaten, die er hier in Afrika tätig ist, bereits medizinisch versorgt. Täglich strömen Frauen, Männer und Kinder in sein provisorisches Krankenhaus. Geplagt von Lepra, Ruhe, offenen Wunden, Fieberanfällen und den Folgen massiver Unterernährung. Doch Albert Schweitzer, der deutsche Tropenarzt, hadert nicht mit seinem Schicksal. Er ist glücklich, er weiß, dass er sich richtig entschieden hat, als er seine Karriere als Philosoph und Theologe in Europa beendete, um hierher zu kommen. Er weiß, dass er hier das Leid unzähliger Menschen lindern kann, dass er hier wirklich gebraucht wird. Am 14. Januar 1875 kommt Albert Schweitzer in Kaiserberg, einer beschaulichen Stadt im damals noch deutschen Elsass, zur Welt. Seinem Vater Ludwig, einem evangelischen Theologen, wird kurz nach der Geburt des Sohnes eine Pfarrei im nahegelegenen Günzbach angeboten. Und so ziehen die Schweizers mit ihrem 6 Monate alten Sprössling um. Albert gedeiht prächtig. Er liebt es, durch die Wälder des Münstertals zu streifen und mit anderen Kindern zu spielen. Doch obwohl er überaus intelligent ist und schon vor seiner Einschulung lesen kann, graut ihm vor seinem ersten Schultag. Als mein Vater mir an einem schönen Oktobertage zum ersten Mal die Schiefertafel unter den Arm gab und mich zur Lehrerin führte, weinte ich den ganzen Weg lang, erzählt er später immer wieder. Aber das bleibt nicht lange so. Albert entwickelt sich zum Musterschüler. Seine Zensuren sind tadellos und sein Benehmen vorbildlich. Dies ist nicht zuletzt das Verdienst seiner Mutter Adele, die ihre 5 Kinder liebevoll, aber auch mit konsequenter Strenge erzieht. Alberts Vater, ein ernster, aber freundlicher Mann, fördert den Filius nach Kräften. Neben seinem Interesse für biblische Geschichten erkennt er auch früh Alberts große Musikalität. Immer wieder übt er deshalb mit dem Jungen das Spielen auf der großen Kirchenorgel. Und so kommt es, dass Albert bereits im Alter von 9 Jahren bei einem Gottesdienst den Organisten der Günzbacher Kirche vertreten kann. Doch nicht nur dadurch hebt sich Albert von anderen Kindern seines Alters ab. Die tiefe Religiosität in seinem Elternhaus prägt sein Verhalten im Alltag. Ungerechtigkeit ist ihm zuwider. Er kann es kaum ertragen, dass viele seiner Schulkameraden ärmer sind als er. Zumindest äußerlich will er sich deshalb keinesfalls von ihnen unterscheiden. Vehement lehnt er es ab, im Winter einen Mantel zu tragen, denn die anderen haben auch keinen. Er tauscht seine bequemen Lederschuhe gegen einfache Holztreter und besteht darauf, statt einer schicken Matrosenmütze eine einfache Wollkappe zu tragen. Solange ich zurückblicken kann, habe ich unter dem vielen Elend, das ich in der Welt sah, gelitten, sagt er später einmal, als er schon längst ein berühmter Arzt geworden ist. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Zunächst einmal muss Albert das Gymnasium besuchen. Aber obwohl die Eltern im Vergleich zu vielen anderen Günzbachern überdurchschnittlich gut situiert sind, können sie sich diesen teuren Schulbesuch eigentlich nicht leisten. In dieser Situation kommt ihnen ein kinderloser Großonkel zu Hilfe. Er nimmt Albert bei sich auf und ermöglicht ihm, das Gymnasium in Mühlhausen zu besuchen, das einen sehr guten Ruf genießt. Aber der Junge ist traurig. Er will Günzbach nicht verlassen und findet die Vorstellung, in einer Stadt leben zu müssen, entsetzlich. »Es war, als risse man mich von der Natur fort«, schreibt er nach Jahren über diesen schwierigen Lebensabschnitt. Doch Albert gewöhnt sich an die neue Umgebung. Der Unterricht am Gymnasium ist für den wissbegierigen Jungen genau das Richtige. Bis tief in die Nacht vergräbt er sich in seinen Büchern. Und auch sein musikalisches Talent wird in Mühlhausen weiter gefördert. Alberts Großonkel engagiert den Organisten Eugen Münch, der den Jungen fortan unterrichtet. Der Erfolg ist groß. Bereits mit 16 Jahren spielt Albert anstelle seines Lehrers im Sonntagsgottesdienst die Orgel und begleitet den Chor bei einer Aufführung des Brahmsschen Requiems.
1893 beendet Albert, inzwischen 18 Jahre alt, das Gymnasium. Was nun ansteht, ist eine der schwersten Entscheidungen seines Lebens. Die Wahl des Studienfaches. Auf der einen Seite könnte er Musik studieren und so seine größte Leidenschaft zum Beruf werden lassen. Auf der anderen Seite spürt er den tiefen inneren Drang, die Menschen mit der Religion vertraut zu machen. Er will sie lehren, die Gebote Gottes zu befolgen und im rechten Glauben zu leben. Nach einem zähen inneren Kampf entschließt er sich schließlich, Theologie und Philosophie in Straßburg zu studieren. Doch bevor er mit seinem Studium beginnt, reist er zunächst einmal nach Paris. Hier hat er großes Glück, denn er trifft auf den berühmten Organisten Charles-Marie Widor, der ihn unterrichtet und einer seiner engsten Freunde wird. Auch viele Jahre später wird Schweitzer immer wieder nach Paris reisen, um sich bei Widor zu vervollkommnen und gemeinsam mit ihm zu musizieren. An der Straßburger Universität fühlt sich Albert Schweitzer sehr wohl. Die Hochschule gilt in jener Zeit als besonders liberal und freigeistig. Anders als an anderen Universitäten müssen die Studenten den Lehrstoff hier nicht als gegeben hinnehmen, sondern werden dazu aufgefordert, eigenständig zu arbeiten und sich ihre eigene Meinung zu bilden. Bereits ein halbes Jahr nach seiner Immatrikulation soll Albert sein Studium im Frühjahr 1894 für ein Jahr unterbrechen, um seinen Militärdienst abzuleisten. Doch er hat Glück. Er versteht sich mit seinem Hauptmann so gut, dass er trotzdem alle wichtigen Vorlesungen an der Universität besuchen kann und dadurch keine Zeit verliert. Im Mai 1898 legt Albert das erste theologische Examen ab. Aufgrund seiner hervorragenden Leistung überzeugen ihn seine Dozenten davon, im Fach Philosophie zu promovieren. Seine Studien führen ihn nach Berlin und Paris, ehe er nach Straßburg zurückkehrt, um dort im Juli 1899 seine Doktorprüfung abzulegen. Eine Karriere an der Universität lehnt Schweitzer ab. Er will sich wieder verstärkt der Theologie widmen und nimmt am 1. Dezember eine Stelle als Vikar in der Straßburger Pfarrei St. Nikolai an. Doch nicht nur die praktische Theologie als Seelsorger in seiner Gemeinde beschäftigt Albert Schweitzer in den kommenden Monaten, auch seine theoretischen Arbeiten setzt er fort. Und so kann er im Juli 1900 auch in Theologie promovieren und wird einige Zeit darauf Dozent an der Universität. Am 1. März 1902 hielt ich meine Antrittsvorlesung vor der Theologischen Fakultät zu Straßburg über die Logos-Lehre im Johannesevangelium. Gegen meine Habilitation waren, wie ich später erfuhr, von zwei Mitgliedern der Fakultät Bedenken erhoben worden. Sie waren mit meiner Art, geschichtliche Forschung zu treiben, nicht einverstanden und befürchteten, dass ich mit meinen Ansichten die Studenten verwirren würde. Doch Schweitzer lässt sich nicht beirren und führt seine Studien eifrig fort. 1903 verbringt er, wie so oft in seinem Leben, einige Zeit in Paris. Er will bei den jährlichen Orgelkonzerten der Bach-Gesellschaft mitwirken. Seine Improvisationskunst ist in Musikerkreisen längst bekannt und hoch geschätzt. So wundert es nicht, dass er immer häufiger gebeten wird, in den verschiedensten europäischen Städten zu spielen. Obwohl dies eine große Ehre für den Theologen und Philosophen ist, ist er mit seinen Darbietungen häufig unzufrieden. Dies liegt jedoch weniger am eigenen Können als am Zustand der Orgeln, auf denen er spielen soll. Kurzerhand beschließt er deshalb, eine Ausbildung als Orgelbauer zu absolvieren. Hingabevoll widmet er sich von nun an dem Restaurieren mangelhafter Instrumente und macht sich auch bald als Orgelbauer einen Namen. Doch trotz aller Erfolge in der Musik und an der Universität ist Albert Schweitzer mit seinem Leben unzufrieden. Immer wieder beschäftigt er sich in seinen theologischen Studien mit der Person Jesus Christus. Er sieht das Leid der Welt und fühlt den tiefen inneren Wunsch, es zu lindern. Sein eigener Erfolg erfreut ihn nicht, sondern beschämt ihn. Eines Morgens im Herbst 1904 fand ich auf meinem Schreibtisch eines der grünen Hefte, in denen die Pariser Missionsgesellschaft allmonatlich über ihre Tätigkeit berichtete.
Da fiel mein Blick auf einen Artikel mit der Überschrift »Was der Kongo-Mission Not tut«. Er enthielt die Klage, dass es der Mission an Leuten fehle, um ihr Werk in Gabun, der nördlichen Provinz der Kongo-Kolonie, zu betreiben. Als ich mit dem Lesen fertig war, nahm ich ruhig meine Arbeit vor. Das Suchen hatte ein Ende. Denn nun weiß Albert Schweitzer ganz genau, was er tun muss, um seinem Leben einen wirklichen Sinn zu geben. Er will Missionsarzt in Afrika werden. Als ich mich bei Professor Fehling, dem damaligen Dekan der medizinischen Fakultät, als Student anmeldete, hätte er mich am liebsten seinem Kollegen von der Psychiatrie überwiesen, schildert Albert Schweitzer die erste Reaktion auf seinen neuen Plan. Und auch seine Familie zeigt wenig Verständnis. Es will sich niemandem erschließen, warum ein bekannter Philosoph und Theologe, der mehrere wichtige Schriften publiziert hat und auch als Musiker weltweit bekannt ist, im Alter von 31 Jahren beginnen will, Medizin zu studieren. Nur eine Person versteht, was ihn bewegt: Helene Breslau. Die junge Frau ist die Tochter eines Geschichtsprofessors und ebenso wie Albert davon überzeugt, dass die gelebte Nächstenliebe der einzige Weg sein kann, das Leid der Welt zu mindern. Die beiden verlieben sich ineinander. Und als Helene erfährt, dass Albert nach seinem Medizinstudium nach Afrika gehen will, um dort als Tropenarzt zu arbeiten, lässt sie sich kurzerhand zur Krankenschwester ausbilden, um ihn bei seinen Plänen unterstützen zu können. Der Grundstein für eine glückliche Beziehung ist gelegt und wird am 18. Juni 1912 mit dem Bund der Ehe besiegelt. Doch die Pläne lassen sich nicht so einfach verwirklichen, wie Albert und Helene gedacht hatten. Die Missionsgesellschaft lehnt Schweitzers Angebot, als Arzt und Missionar nach Afrika zu gehen, ab. Es wird befürchtet, dass er mit seinen theologischen Ansichten, die er in den letzten Jahren immer wieder in Veröffentlichungen kundgetan hat, Verwirrung stiften könnte. Aber statt zu resignieren, versuchen es Helene und Albert auf einem anderen Weg. Mit Bittbriefen an alle Freunde und Bekannte können die beiden so viel Geld zusammenbringen, dass es ausreichend ist, um ein Krankenhaus in Afrika zu bauen. Am 26. März 1913 ist es soweit. Helene und Albert Schweitzer treten ihre erste Reise in die fremde Welt an. Was die beiden dort erwartet, ist an Schönheit, aber auch an Grausamkeit kaum zu übertreffen. Wunderbare Tiere und Pflanzen, das satte Grün der Bäume, vielfältige Geräusche und Gerüche überwältigen die erschöpften Reisenden bei ihrer Ankunft in Lambarene, einer kleinen Stadt in Gabun im zentralafrikanischen Regenwald. Doch bald darauf treffen Albert und Helene auf die ersten Einheimischen. Viele von ihnen sind gezeichnet von Lepra, Malaria und der Ruhe, leiden an der Schlafkrankheit, diversen Hautinfektionen oder offenen Brüchen. Schnelles Handeln ist erforderlich. Statt erst einmal ein Krankenhaus zu errichten, wie Albert es ursprünglich geplant hatte, wird ein alter Hühnerstall umfunktioniert. Das erste Urwaldkrankenhaus nimmt seinen Betrieb auf. 70 Kisten mit Medikamenten hatten die Schweizers mit nach Afrika gebracht. Doch ein Großteil der Erkrankten benötigt grundsätzliche medizinische Eingriffe. Entgegen aller hygienischen Vorstellungen, die an europäischen Universitäten gelehrt wurden, muss Albert in seinem Hühnerstall-Krankenhaus operieren. Und er hat Erfolg. Die Patienten genesen nach seiner Behandlung. Allerdings ist die Verständigung mit den Kranken schwierig. Griechisch, Lateinisch, Hebräisch und Französisch, die Sprachen, die er fließend beherrscht, helfen ihm hier nicht weiter. Mit Händen und Füßen versucht er, den frisch Operierten und ihren Angehörigen klarzumachen, dass es lebensgefährlich ist, mit einer frischen Wunde im schmutzigen Fluss zu baden und dass lange Fußmärsche zurück ins eigene Dorf unmöglich sind. In dieser Situation kommt Albert Schweitzer der Zufall zu Hilfe. Einer seiner Patienten, der Koch Josef, spricht Französisch. Er ist sofort davon begeistert, die Schweizers bei ihrer Arbeit im Krankenhaus zu unterstützen. 50 Jahre lang bleibt Josef Alberts treuer Begleiter und wird der wichtigste Mitarbeiter in Lambarene.
Ihm ist es auch zu verdanken, dass sich innerhalb kurzer Zeit eine große Anzahl Freiwilliger findet, die tatkräftig mithilft, ein richtiges Krankenhaus zu errichten. Endlich scheint der Traum von Albert und Helene Wirklichkeit zu werden. Doch das Glück ist nur von kurzer Dauer. 1914 werden die Schweizers interniert. Der Erste Weltkrieg hatte sich bis nach Afrika ausgeweitet und die französischen Truppen kennen kein Erbarmen mit dem Tropenarzt und seiner Frau. Zunächst dürfen sie zwar in Afrika bleiben, das Arbeiten ist ihnen aber streng untersagt. Schließlich werden die beiden sogar zurück nach Europa gebracht und verbringen fast ein ganzes Jahr in einem Gefangenenlager in Südfrankreich. Die Zustände dort sind katastrophal. Albert und Helene erkranken an Ruhe und Tuberkulose. Als sie im Juli 1918 entlassen werden und in Alberts Heimatstadt Günzbach zurückkehren können, sind sie nur noch ein Schatten ihrer selbst. Helene wird sich nie wieder ganz erholen und auch Albert braucht eine lange Zeit, ehe sich sein Gesundheitszustand wieder stabilisiert. Doch nicht nur körperlich hat Albert gelitten, auch seine Seele hat tiefe Wunden davongetragen. Er kann kaum verkraften, was sich während des Krieges in Afrika und Europa ereignet hat. Der einzige Lichtblick in diesen Tagen ist die Geburt von Tochter Rena am 14. Januar 1919. Immer wieder muss Albert in den kommenden Jahren an Lambarene denken. Er fragt sich, was wohl aus seinem Urwaldkrankenhaus geworden ist. Anfang 1924 bricht er erneut nach Afrika auf, diesmal ohne Frau und Tochter. Doch was ihn dort erwartet, ist deprimierend. Das Krankenhaus ist völlig verfallen, Wände sind eingerissen und das Dach zerstört. Seine ganze Arbeit ist zunichte gemacht. Doch es dauert nicht lange, da finden sich Helfer am Krankenhaus ein. Zusammen reparieren sie das Gebäude. Als sie ein Jahr später endlich mit ihrer Arbeit fertig sind, stellt Schweizer fest, dass das Haus zu klein ist. Eine Ruhrepidemie hatte Hunderte von Menschen befallen, die alle dringend seine Hilfe benötigen. Widerwillig fasst er deshalb den Entschluss, ein neues, größeres Krankenhaus zu errichten. Die Arbeiten beginnen umgehend und im Januar 1927 ist der erste Teil des neuen Hospitals bezugsfertig. Zum ersten Mal, seitdem ich in Afrika wirke, waren meine Kranken menschenwürdig untergebracht, sagt er später selbst über dieses neue Gebäude. Nun kann Albert auch endlich wieder nach Hause zu seiner Frau Helene und seiner Tochter Rena zurückkehren. Rund 20 Mal wird Albert in den kommenden Jahren zwischen Europa und Afrika hin und her reisen. Im einen Teil der Welt gibt er Orgelkonzerte, hält Vorträge und schreibt Bücher, um seine Arbeit als Tropenarzt im anderen Teil der Welt finanzieren zu können. Neben vielen Auszeichnungen und Ehrungen erhält Albert Schweitzer 1953 im Alter von 78 Jahren auch den Friedensnobelpreis. Von dem Geld, das mit diesem Preis verbunden ist, baut er ein Dorf für 300 Leprakranke in Lambarene. Nie im Leben käme er auf die Idee, sich selbst auch nur den geringsten Luxus zu gönnen. Selbst bei seinen beschwerlichen Reisen zwischen den Kontinenten wählt er stets Abteile dritter Klasse. Einmal danach gefragt, warum er sich keine andere Kategorie leiste, antwortet er ernsthaft, weil es keine vierte Klasse mehr gibt. Anlässlich seines 90. Geburtstags am 14. Januar 1965 bringt Albert Schweitzer ein letztes Mal zum Ausdruck, welche Bedeutung sein Leben und seine Arbeit in Afrika für ihn hatten. Und nun danke ich Ihnen allen, denn hier ist ein Werk entstanden, wie ich es nicht erwartet hatte, heißt es in seiner Geburtstagsrede. Meine ganze Geburtstagsfeier besteht darin, dass ich an diejenigen denke und sie vor mir erscheinen, die mit mir gearbeitet haben, und dass ich mich unter denjenigen befinde, die jetzt mit mir arbeiten. Ihnen allen danke ich und auch denjenigen, die mitgeholfen haben, dass das Hospital die Mittel erhielt, um sich zu entwickeln. Und dieses Danken ist das Schönste an meinem Geburtstag. Als er am 4. September 1965 im Beisein seiner Tochter Rena in Lambarene für immer seine Augen schließt, ist die Trauer groß. Afrikanische Trommeln begleiten ihn auf seiner letzten Reise. Wochenlang pilgern Frauen, Männer und Kinder zu seinem Grab.
Für sie war er der unermüdliche Arzt, der jahrzehntelang ihr Leiden linderte. In die europäische Geschichte geht Albert Schweitzer darüber hinaus als Philosoph, Theologe, Buchautor und Musiker ein. Und als Mann, der nicht nur Nächstenliebe predigte, sondern sie wie kein anderer auch lebte.